wir sind wieder zurück vom Feuerwehrhaus. Und da haben wir heute den Martin von der Feuerwehr und den Manfred von der Bergrettung. Und die zwei erzählen uns jetzt ein bisschen was darüber. Und wir fangen mit der Feuerwehr an. Jawohl. Martin, wie lange bist du schon bei der Feuerwehr? Ich bin jetzt 14 Jahre bei der Feuerwehr, also seit ich 16 bin. Mhm. Aktiv dabei. Ja. Und ist man dann gleich direkt, also gibt es da auch so ein Jugendalter, wo man... Also es ist so, normalerweise startet, also kann man mit 16 in den Aktivstand eintreten. Da hat man dann ein Probejahr und wird dann offiziell aufgenommen. Es gibt aber auch den Weg über die Jugendfeuerwehr, da kann man mit 12 Jahren anfangen, macht dann die, also schon Ausbildung in der Feuerwehrjugend durch und kann dann mit 16 sofort einsteigen in den Aktivstand ohne Probejahr. Okay. Wie viel sind jetzt, wie alt sind jetzt die jüngsten Mitglieder? Die Jüngsten sind, also im Aktivstand 16 und in der Feuerwehrjugend, denn heuer ist gerade wieder einige angefangen, sind die Jüngsten 12 Jahre alt. Und wie viele Mitglieder hat die Feuerwehr? Insgesamt sind wir 74, davon sind jetzt 54 im Aktivstand, 11 sind bei der Feuerwehrjugend und dann gibt es noch eine Gruppe, eine Ü60-Gruppe heißt es, da ist das älteste Mitglied 84 Jahre alt. Hier sind dann natürlich nicht mehr alle auf allen Einsätzen dabei und bei allen Proben. Die haben aber eine eigene Gruppe, wo sie sich treffen, wo sie einfach die Kameradschaft aufrechterhalten. Die treffen sich auch mal nur zum Kartenspielen und können aber jetzt bei großen Einsätzen auch noch mithelfen, zum Beispiel zum Verpflegung bringen, wenn ein Einsatz mal länger geht oder Gerätschaften nachbringen, solche Sachen machen die dann unterstützen. Okay. Und die in Zürs gibt es ja eine eigene Feuerwehr. Gehört das trotzdem irgendwie, ist das verbunden oder ist das komplett separat? Das ist eigentlich eine separate Feuerwehr, die haben ein eigenes Kommando, eigenes Feuerwehrhaus, eigene Geräte. Ich habe im gleichen Gemeindegebiet. Wir proben gemeinsam so viel wie möglich, aber es ist eigentlich eine komplett eigene Feuerwehr. Okay. Und wie oft übt ihr für den Ernstfall? Wie oft bieten soll ich? Im Winter proben wir einmal im Monat. Das ist, weil halt durch den Wintertourismus alle sehr eingespannt sind und wenig Zeit haben. Und im Sommer ab Mai proben wir dann jede Woche. Bis so Ende September und dann ist nochmal eine Pause kurz vor der Wintersaison. Und ihr habt ein Wärmefahrzeug. Also wir haben ein Rückläuferzeug, das ist das große da drüben. Das ist eigentlich ein Tankwagen, hat Wasser dabei, eine Pumpe dabei und das ganze technische Rettungsgerät für Verkehrsunfälle und sonstige Sachen. Dann haben wir noch ein Tankfischfahrzeug, das ist das da. Das ist ein normaler Tankwagen mit Wasser, eine Pumpe, eine Drehleiter, weil wir doch sehr große Gebäude eben im Ort haben. Und dann haben wir noch zwei VW-Busse, einmal für den Einsatzleiter als Vorausfahrzeug und eines als Mannschaftstransportfahrzeug. Und dann haben wir noch eine Besonderheit in Oberlech. Oberlech ist im Winter ja autofrei, also zumindest der Bereich im Burgplateau. Und da haben wir noch eine Pistenraupe mit einem Feuerwehraufbau. Das hat auch einen Wassertank, das hat eine Pumpe drauf. Da können sich Atemschutzträger ausrüsten und dann können wir über Schnee zum Einsatzort fahren. Okay, also fahren wir denn von da, also da startet der Einsatz? Richtig. Also wir haben auch jetzt gerade so Feuerwehrmitglieder, die in Oberlech wohnen oder Skilehrer oder Liftangestellte, die haben in Lech einen Spind und in Oberlech einen Spind. Also ich könnte jetzt auch mit der Ski hinfahren, mich dort umziehen und direkt zum Einsatz fahren untertags. Und sonst im Normalfall findet es so statt, die jetzt in Lech wohnen, kommen hierher, ziehen sich da um, fahren mit diesen LKWs nach Oberlech. Dort wechselt man dann auf die Pistenraupe, beziehungsweise können wir auch durch den Tunnel zu den Gebäuden gelangen. Da sind ja alle Häuser durch den Tunnel verbunden. Und dann wird halt von den Autos, was wir brauchen, umgeladen. Da werden wir unterstützt von den Skiliften. Die kommen dann auch mit ihren Pistenmaschinen, mit Skidos. Und dann können wir das ganze Material umladen und zum Einsatzort bringen. Okay, und wie viel passen da circa drauf bei der Pistenraupe? Wie viel können da mit? Da ist ein Fahrer und der Beifahrer und seitlich links und rechts sind so Plateaus, wo noch eine Mannschaft draufstehen kann. Also da fahren dann so 7-8 Leute mit, die das bedienen und die anderen kommen dann durch den Tunnel nach oder eben oberirdisch mit Hilfe der Skilifte. Okay. Und wie schaut zum Beispiel so eine Übung aus?
Was gibt es da zum Beispiel für Szenarien? Also im Winter versuchen wir natürlich, das in Oberlech zu üben, mit unserem Pistengerät, dass wir das Ganze im Griff haben. Und im Sommer, wenn wir wöchentlich die Proben haben, da wird das unterteilt. Das fängt an mit einer, da gibt es immer so ein Dreierrad, eigentlich eine Gruppenprobe. Da übt man in Gruppen spezielle Sachen, einmal vielleicht eine Pumpe zum Wasser oder eine Leiter anstellen ins Gebäude. Also da versucht man Sachen aus. Denn die Woche drauf ist dann eine Atemschutzprobe, wo jetzt rein Atemschutz trainiert wird. Und dann immer als dritte Probe ist eine Zugsübung, wo man dann ein Einsatzszenario nachspielt. Okay. Wo man eine große Übung macht, wo dann auch auf Zeit schnellstmöglich wie ein Einsatz abgehandelt wird. Ja, was ich mir ziemlich schwierig vorstellen ist, dass ihr in der Zwischensaison oder im Sommer sind es nicht so viele im Ort und im Winter sind es so fast eine kleine Stadt fast. Mhm. Oder Zahl einfach von der Gäste und einheimischer Mitarbeiter. Ist das dann für euch herausfordernder? Ja, herausfordernd ist nicht die Anzahl der Menschen, sondern eher die Größe der Gebäude. Ja, okay. Wir haben Hotels, wo wir wirklich mit Plänen vorgehen müssen, weil die größten Hotels bei uns haben 20 Stiegenhäuser. Und wenn man da natürlich dann einen Atemschutztrupp reinschicken muss, ist das schon, oder auch für den Atemschutztrupp in erster Linie, ist das sehr herausfordernd, dass der dann den Weg durch dieses Hotel findet. Mhm. Also muss man die Häuser eigentlich schon gut kennen. Ja, wir versuchen natürlich viel auch in die Häuser zu gehen, in den Häusern zu üben, das Ganze mit den Plänen zu üben, dass wir da gut gestellt sind. Ja. Ist die Feuerwehr Lech, ist das freiwillig oder beruflich? Das ist komplett freiwillig. Das sind alle Mitglieder, machen das alles? Alle Mitglieder machen das komplett freiwillig. Mhm. Ja, Wahnsinn. Und ihr übt auch ab und zu mit der Bergrettung Sempo Lech, oder? Ja, wir sind da mit der Bergrettung unterwegs. Bergrettung unterstützt uns zum Beispiel, wenn das jetzt bei Proben zum Beispiel gemacht, wenn wir Verkehrsunfälle simulieren in schwer zugänglichem Gelände, zum Beispiel zwischen Lech und Wart, wenn irgendwo Auto abstürzt und so weiter, da üben wir und proben wir dann gemeinsam mit der Bergrettung, die uns dann helfen, eben unsere Mannschaft zu sichern, weil die ganze Seiltechnik natürlich können und auch die Gerätschaften uns nachzubringen. Und genauso unterstützen wir aber auch die Bergrettung im Winter, eben mit unserer Pistenmaschine zum Beispiel, haben ihnen schon geholfen bei Personensuchen oder dass wir ihnen Beleuchtung gemacht haben, weil wir da natürlich sehr gut ausgerüstet sind. Und ja, da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Jawohl. Okay, dann machen wir gleich weiter mit der Bergrettung. Danke, Martin. Danke, Martin. Dankeschön. Was macht die Bergrettung? Die hilft in erster Linie Menschen, die in Bergnot sind. Das kann sein, dass sich jemand verirrt hat oder jemand abgestürzt ist oder verletzt hat. Das kann natürlich genauso im Winter ein Lawinenunglück sein. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Okay, also auf der Piste, das ist dann die Pistenrettung. Und ganz genau, auf der Piste ist die Pistenrettung zuständig. Während des Tages, wenn am Abend etwas ist wie auf der Rodelbahn, dann sind natürlich auch wir zuständig dafür. Okay. Und wie viele Mitglieder hat die Bergrettung? Ja, die Bergrettung, also die Einsatzmannschaft, hat im Moment 37 Mitglieder. Und wir haben aber genauso eine Jugendmannschaft mit 9 Mitgliedern. Und es gibt natürlich auch eine Mannschaft, die nicht mehr aktiv ist. Also insgesamt hat die Bergrettung auch an die 60 Mitglieder. Okay. Und wie oft machen wir so Einsatzübungen? Also Einsatzübungen finden einmal im Monat statt, aber es gibt dann auch so Zusatzübungen, wenn man was Spezielles trainieren will, so wie jetzt am Anfang der Saison Sisselbergen und so weiter. Und wie viele Einsätze sind so pro Winter oder pro Saison? Ja, man kann davon ausgehen, dass ca. 30 Einsätze sind. Und zusätzlich noch an die 20 Abklärungen sind. Abklärung heißt, wenn man
wenn irgendwo eine Meldung kommt, dass man abklären muss, ist da wirklich was oder nichts. Ja. Das Ganze ist ja auch komplett freiwillig und oftmals bringen sich die Retter und Retterinnen auch selber in Gefahr oder halt, und wie gehen die damit um? Oder ist das? Ja, es ist so, dass vor jedem Einsatz, also jeder Einsatz ist eigentlich anders, es gibt bei uns ein Einsatzleiter-Team und da wird natürlich genau beraten, was machen wir da, ist es möglich, kann man es machen, oder genauso werden natürlich die Gefahren eingeschätzt, und wenn natürlich Lebensgefahr oder sowas besteht, dann kann man den Einsatz in dem Moment auch nicht machen. Mhm. Aber das entscheidet immer ein ganzes Team miteinander. Okay. Und was für Ausbildung wird benötigt, wenn man zur Bergrettung? Ja, also das, wenn jemand zur Bergrettung kommt, also man kann das ab 16 machen oder zuerst zur Jugendbergrettung und dann mit 16 zur Erwachsenenmannschaft. Zuerst gibt es einmal eine Grundausbildung innerhalb der Ortsstelle, so die grundlegenden Dinge, und dann gibt es auch auf Landesebene eine sogenannte Grundausbildung, die dann das sind mehrere Kurse. Okay. Und der Frauenanteil in der Bergrettung Mensch ist ja ziemlich hoch, oder? Also ein schon bunt gemischtes Team. Ja, das ist richtig so. Wir waren auch die erste Bergrettung, wo eine Frau mit dabei war. Mhm. Und der Anteil der Frauen wird immer größer und das freut uns. Welche Nummer rufe ich im Ernstfall an und wo lande ich da? Grundsätzlich ist es der Notruf 144, mhm. Da landet man auf der RFL, das ist die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch. Während des Tages kann man auch die Pistenrettungszentrale anrufen, das ist die 055 83 28 55, da landet man direkt bei der Pistenrettung. Okay. Und wer koordiniert die Einsätze, wer ist denn da in Lech? Ist so, während des Tages, wenn die Pistenrettungszentrale besetzt ist, hilft uns die Pistenrettung zu koordinieren. Grundsätzlich am Bergrettungseinsatz wird einmal, also Alarmierung und so weiter, erfolgt durch die RFL. Mhm. Und grundsätzlich koordiniert das auch wieder das Einsatzleiterteam. Okay. Wie viele Personen sind das? Das sind fünf Personen. Und wie ist das, also wenn der Becher losgeht, wer kommt dann? Kommt jeder oder wird das eingeteilt? Es ist so, grundsätzlich auf dem Becher ist schon ersichtlich, um was für einen Einsatz es sich handelt. Das heißt, man weiß da, okay, ist das ein Kleinansatz oder ist das ein Großeinsatz, zum Beispiel Lawinenunglück. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder dann sofort sich meldet und sagt, ich komme. Okay. Wenn man einen kleinen Einsatz, wenn ich sehe, dass schon 6, 7 sich gemeldet haben, dann reicht es. Aber wenn man einen Großeinsatz, sollten eigentlich so viel wie möglich kommen. Mhm. Und jetzt vor uns ist das Bergrettungsauto, ist das das einzige oder haben wir noch mehr? Also das ist unser einziges Fahrzeug, das auch wirklich geeignet ist, um sich in den Berg zu bewegen. Mhm. Und wenn es einmal notwendig sein sollte, um mehr Leute transportieren, haben wir natürlich auch noch, können wir auf andere Fahrzeuge zugreifen. Okay. Wie schaut der Sommer- und der Winteralltag aus? Ja, der Sommeralltag sind oft Zugaktionen oder auch leichte Verletzungen, Wanderer, die verletzen sich an Knöchel oder Knie und so weiter. Im Winter sind es dann Rodelbahnunfälle, es sind auch Unfälle von Skifahrern, die sich relativ spät Richtung Tal bewegen, aber es sind auch Lawinenunfälle, wo mit denen wir häufig zum Tor haben. Würdest du uns noch ein bisschen herumführen, was es da so ja gibt? Wir haben also schon das Fahrzeug gerät, das geländetauglich ist. Wesentlich ist für uns natürlich auch die Kommunikation. Was wir da sehen, sind die Schlüssel zu den einzelnen Schranken, die sich natürlich überall im Einsatzgebiet befinden. Denn wenn man weiterkommt, gibt es natürlich Beleuchtungsmittel.
sind fertige Säcke mit Lawinensonden und Schaufeln. Natürlich Decken werden immer benötigt. Dann Gebirgstrage, Akkas, sehen wir da, Seile. Und was wir da recht sehen, sind schon vorbereitete Säcke für Sesselbergungen. Und natürlich Statikseile, ganz normale Bergseile, Schaufeln. Das ist so die grundlegenden Dinge, die wir so brauchen. Ja, schon was zusammen. Da kommt was zusammen. Von der Feuerwehr und von den Werken schon erzählt haben. Ja, vielen Dank. Danke, gerne. Dankeschön.